Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Ich habe einiges verändert. Das ist jetzt auch auf dem neuen PC, den ich ja letztens vorgestellt habe. Und ich habe einiges an Einstellungen verändert. Objektkomplexität hochgestellt, also auf das Maximale. Kartenkomplexität hochgestellt auf das Maximale. Und auch noch Kantenglättung. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das geht aber wohl bei Nvidia ziemlich einfach. Ich hoffe, dass man es im Video jetzt auch sieht. Ich habe auch das Aufnahmeprogramm gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, dass man hier die Kantenglättung eher sieht als in dem anderen oder bei dem anderen Aufnahmeprogramm. Also einiges verändert und ihr müsst mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das qualitativ gut ist oder eben nicht. Wenn nicht, dann werde ich dann noch ein paar Sachen versuchen zu ändern. Ich habe mich da wirklich lang heute mit beschäftigt und deswegen kommt das Video auch etwas später. So, aber wir fahren, wie versprochen, den MAN-Stadtbus. Den wir ja schon mal, wo wir ja fast alle anderen Versionen, glaube ich, gezeigt haben. Wir haben, gut, die Solo-Version habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Die wollte ich aber auf einer anderen Karte zeigen. Jedenfalls haben wir schon die Gelenk-Variante gezeigt, die Überland-Variante, aber noch nicht die 15-Meter-Variante. Und da habe ich mir überlegt, das machst du in Berlin, weil ich habe diesen Bus tatsächlich mal in Berlin gesehen und ich habe das wirklich bewundert, wie die Busfahrer mit diesen 15-Meter-Bussen haarscharf an den Bordsteinen entlang gefahren sind. Wirklich, das muss eine riesen Herausforderung sein. Das muss man wirklich können. Mal gucken, ob ich das können werde. X10 ist, glaube ich, wir fahren hier auf der Map X10, habt ihr vielleicht schon gesehen. Wurde sich so oft gewünscht, dachte ich, kombiniere ich das mal, weil ich Spandau auch nicht so super finde. X10 ist, glaube ich, nicht so eng gebaut, aber wird auf jeden Fall trotzdem relativ witzig. Und SkyMod ist natürlich auch installiert, weil sich das gewünscht wurde. Und jetzt schauen wir uns doch mal an. Das ist die... Wo ist es? So, vielleicht ist es... Wir nehmen mal erstmal einen Fahrplan ein. Das ist vielleicht jetzt... So, und wir starten hier an der Herzallee. X10 und fahren zur Ramradbrücke Terminus. Um 18.10 Uhr geht's los. Ich wollte nämlich so ein bisschen in die Dämmerung fahren, weil ich das immer ganz schön finde. Jetzt aber muss ich das mal kurz suchen hier, diese... Hier. So, jetzt ist auch alles richtig geschildert. Wir fahren aber natürlich die Route 3, glaube ich. Ja. So, Teltow-Ramradbrücke, da fahren wir hin. Und wir haben jetzt noch einiges an Zeit übrig. 38 Minuten, wir können uns nochmal den Bus so ein bisschen angucken. Wir können den Bus natürlich auch individualisieren. Das ist vielleicht eine bessere Aufgabe. Und was ich jetzt auch angeschaltet habe, extra euch zuliebe, wenn ich jetzt schon alles anpasse bei OMSI, dann auch das. Ihr seht's, ich habe die dynamischen Übergänge angeschaltet. Extra für euch, obwohl ich die eigentlich wirklich gar nicht so toll finde. Aber, ich finde die sogar ein bisschen nervig, muss ich sagen. So, wir fahren jetzt mal mit Emblem in Anzeige. Was hatten wir denn da noch nicht für einen Typ? Diesen Typ, glaube ich. Aber ich finde den... Ah ne, das war... Den finde ich ja immer noch am besten, deswegen nehmen wir den auch wieder. So, Lautsprecher an. Türöffner. Ah, genau, zu den Lautsprechern auch noch was, aber dazu später mehr. Türöffner an.
Dazu wurde mir noch irgendwas gesagt, glaube ich. Ach ja, getrennte. Das ist Quatsch, das will ich nicht. Da will ich nichts zu machen. Türwarnton machen wir an, damit wir auch ein bisschen was zu hören haben. Türen vorne. Wir machen vorne mal eine Innenschwenktür, Mitte machen wir eine Außenschwingtür und Außenschwingtür. Bin ich mal gespannt. Achso, Wagennummer an Hofdatei. Ich glaube, das ist sowieso schon Türsteuerung. Automatische Türen. So, so würde ich sagen, konfigurieren wir uns unseren Bus. Jetzt müssten wir. Ja, genau. Jetzt funktioniert es auch. Vorher waren die noch manuell, aber wir wollen es ja nicht manuell haben. Wir wollen ja, dass die automatisch ein- und aussteigen. Ich weiß gar nicht, welcher Typ in echt fährt. Ich glaube aber nicht, dass der so konfiguriert ist, der Typ. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil hier. Weil hier entsprechend viele Busse stehen. Aber das passt schon. So. Gut, dann würde ich sagen, spulen wir ein bisschen vor auf. Wann müssen wir los? Was hatten wir? Fahrplan? 18:10 Uhr. Ah ne, machen wir mal 08. Und dann schauen wir mal nach. Na, wir haben die Bremse natürlich noch aktiviert. Wie sich das gehört. So. Dann geht's los. Ich finde diese Übergänge immer noch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Die fressen so viel Zeit, finde ich. Deswegen hatte ich die mal aus. Ich werde sie in Zukunft, glaube ich, auch wieder ausstellen. Aber jetzt extra für euch. Ist jetzt echt so eine Wunschfolge, weil X10 war es auch so oft, obwohl ich das hier schon echt ausführlich gezeigt habe, aber so oft wurde sich das gewünscht, dass ich nochmal X10 zeige. Dann dachte ich mir, in Gottes Namen, ne? Ich muss natürlich die. Dings, das war nämlich das, was ich noch zeigen wollte. Hier irgendwo ist ein. Herzallee. Genau, ich glaube, das war's, was ich zeigen wollte. So, dann würde ich sagen. Fahren wir mal los in Richtung Ramradbrücke. Ja, hier muss immer viel geladen werden. Gleich wird das wieder. Ja, jetzt ist es wieder flüssig. Das ist schon immer so gewesen. Also, das muss hier so ein Hotspot sein, so quasi an Gebäuden. Also, muss sehr, sehr aufwendig sein. X10 ist ja auch nicht bekannt dafür, besonders performant zu laufen. Und deswegen ist das vermutlich eine noch schlechtere Idee, hier die Objektkomplexität ganz hoch zu stellen. Aber es funktioniert. Also, ich habe das eben ausprobiert. Die Frames laufen stabil und gut. Und dann, warum nicht, ne? So. Wir sind aber noch zu früh. Und ich habe auch die rote Schrift ausgeblendet. Hoppala. Deswegen sollte man Der fällt ja auch gut. ja, in den Rückspiegel schauen.
Currywurst. Ja, Berlin. Eigentlich würde ich mal gerne wieder nach Berlin. Mich reizt die Großstadt. Allerdings glaube ich, könnte ich mir zumindest aktuell nicht wohnen, so im Herzen von so einer Großstadt zu wohnen. Am Rand gerne, aber im Herzen glaube ich nicht. Da ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre mir alles zu viel Trubel. Ich glaube, ich muss den Sound ein bisschen lauter noch machen, ne? Vielleicht mache ich das jetzt mal gerade. Ah, komm, pass, pass. Ah. Jetzt haben wir es doch nicht mehr geschafft. Jetzt stehen wir hier. Aber da sieht man das ganze Gefährt mal. Ich finde das ziemlich cool so. Ich glaube, das ist jetzt das alte Repaint für Berlin. Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, es wäre als alt angegeben gewesen. Das neue, das hat diesen grauen Balken unten, glaube ich nicht. Das ist dann auch weiß oder gelb. Ich glaube, gelb. Bin froh, dass das jetzt alles hier so flüssig läuft, weil ich habe extra an dem Setting gefeilt und. So, jetzt aber. Mal ganz das Gas durchtreten. Ja, da vorne ist schon wieder rot. Müssen wir uns gar nicht beeilen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn hier biegen manchmal welche ab. Und dann nehmen die keine, ja, hier zum Beispiel der, und der wird keine Rücksicht auf die Busspur nehmen. Das ist so ein bisschen Omsi-KI-Verkehr, ist ja sowieso, naja, geht, ne? Und deswegen, aber ich finde das sehr angenehm, also es ist sehr, sehr angenehme Fahrt hier heute. Ich dachte gerade, der links fährt mir rein. Ich weiß nicht, ob er mir reingefahren ist, aber ich glaube nicht. Ich bleib direkt hier, glaube ich. Ist ja Quatsch, wenn ich jetzt hier nochmal rechts fahre. Dann nutze ich lieber den Spielraum und versperre den anderen Autos diese Spur. Kommt ja keiner durch. Und hab dann noch ein bisschen mehr Spielraum beim Wenden. Wieder links Omsi-Werbung, Omsi der Omnibus-Simulator. Also es wäre es mal, wenn es in echt so ein riesen Omsi-Plakat gäbe. Ja klar, nimm dir die Vorfahrt. Hast du zwar nicht, aber ich glaube, es ist sogar okay, was der macht, denn unsere Spur ist, glaube ich, diese hier, aber ich wollte natürlich ein bisschen ausholen. So, einen Haltewunsch haben wir nicht. Das heißt, wir warten mal auf diese lahmen Leute, die da. Ein bisschen brauchen. Ich habe auch den ZF, das ZF-Getriebe mittlerweile von Morphy installiert. Das kann ich auch mal zeigen. Der Himmel sieht aber sehr, sehr duster aus in diesem SkyMod-Pack. Werde ich nochmal ein anderes nehmen müssen. Hoppala. Ja, musste ein bisschen schärfer gebremst werden. Was ist denn mit dem? Wieso fährt er denn nicht? Kollege. Ah, man muss hupen. Das ist das Wichtige, man muss hupen. Wenn einem was nicht passt, hupen.
Guten Tag. Hallo. Wir haben noch einen Haltewunsch. Wieso? Weißt du? Gut, dass der Haltewunsch erst nach dem Anhalten kommt, ne? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das Update mit rüber kopiert hat, weil der die Steam-Dateien ja... Obwohl, naja, bei Steam war das Update ja, glaube ich, nicht. Vielleicht ist das eine etwas ältere Version, vielleicht ist dieses Update hier noch nicht installiert. Das hatte ich dann bei der letzten Folge und die irgendwie dann nicht, weil es sein kann, dass das überschrieben wurde. Ich weiß es nicht. Aber die automatische Fortschaltung hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie... Na, jetzt müsste es. U-Bahnhof Kurfürstendamm. So. Wollen wir überholen mal links? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Das war so eine besondere Sache, dass es in Berlin auch, glaube ich, auf der X10-Linie so ein bisschen... Ja, solche Sachen gab, wie parkende Autos und sowas, dass das noch ein bisschen abwechslungsreicher wird. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee so. Würde ich mir bei mehr Maps wünschen. Gladbeck hat das ja, glaube ich, mit Kehrmaschinen oder sowas versucht. Chicago, da gab es irgendwie Paketdienste oder sowas. Und diese Brücken, genau. Hoppala. Haben wir es mal wieder geschafft. So, wo sind wir jetzt? Bei der Bleibtreustraße. Ja, ich glaube, das ist zu weit. Nee. Moment. Was kommt denn? Ach, wir halten hier gar nicht, deswegen. War ich jetzt so in dem Fahrplan drin? Ich glaube, ich habe jetzt an einigen Haltestellen gehalten, an denen ich gar nicht hätte halten müssen. Ja, habe ich euch jetzt mal Vortritt hier gewährt. So, wir sind aber noch halbwegs gut im Fahrplan. Ich muss mich... Es ist wirklich eine Umgewöhnung hier. Also alles ein bisschen anders jetzt. Auch der Monitor ist größer. Das wisst ihr jetzt nicht, aber ich habe mir auch direkt einen neuen Monitor bestellt. Deswegen ist das nochmal ein bisschen ungewohnter. So, halten wir hier? Ja, hier halten wir mal wieder. Den habe ich sogar schon gesehen. Zehlendorf, Eiche. Na, ich glaube, das ist wieder zu weit. Nee. So, das ist jetzt richtig. Wie es allerdings weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge dann etwas unchaotischer. Jetzt weiß ich ja, dass ich hier in der Expresslinie bin und deswegen nicht überall halte. Das ist ein Problem, das ist schon öfters vorgekommen. Ich hoffe, ihr wisst es mir zu verzeihen. Und ich hoffe, dass... oder ihr könnt mir das verzeihen, so ist es richtig. Ich hoffe, dass ihr... Ich würde mir wünschen, dass ihr mir ein bisschen Feedback zu der Aufnahme und der Qualität jetzt gebt. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss!